Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem FC Schalke 04 Gamer Bruder. Ich hoffe, euch hat die erste Karrierefolge gefallen, die vor ein paar Tagen gekommen ist. Und ich habe mir gedacht, anlässlich dieser Karriere, die bei euch mega gut angekommen ist, machen wir ein kleines Special um meinen Lieblings-Linksverteidiger, Stürmer der letzten Jahre auf Schalke. Hamza Mendil, linker Flügel, da ist er auf der Position zu Hause vorne im Sturm. Und dafür bin ich natürlich nicht alleine. Mit dabei ist der gute Steini. Meine Mama hat gesagt, ich bin eine Prinzessin. Was geht ab, Alter? Und wer sagt, ich bin keine Prinzessin, der mitgefickt, Alter? Bitte? Bitte, bitte, bitte? Hab ich da... Warte, hab ich da... 30.000 Likes? 35. 35... 40.000 Likes? Scheiße! Für den Hamza, Jungs! Ballert raus, ich möchte so viele... Ich sag keine Zahl, ja? Ich möchte so viele Likes, wie ihr habt, sehen, ja? Wir haben Stein ja auch eine Folge aufgenommen, kommt die Tage online. Labern gar nicht lange viel rum, wir kommen eher auf 10 Minuten. Weil wir es können in letzter Zeit. Steini, halt bitte das erstmal rein. Sag mal, was du denkst, weil ich zock. Chitter bin. Ich glaube nicht, dass du es erraten wirst, weil ich habe immer wieder gedacht, hey, ich muss mal für eine Aufnahme coole Spieler kaufen. Und da habe ich mir gedacht, spiele ich im Sturm den guten Prime Moments Stirnband Hernandez und auf dem rechten Flügel Player of the Month aus der MLS Carlos Vela. Oh, schick, schick, Bruder. Nicht schlecht. Ich habe Kruse und Werner aufgeschrieben. Okay. Okay. Yeah, yeah. Ja, du kannst, ich halt rein. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass du es bei mir erraten hast. Ich gehe im Sturm mit Joelinton. Nicht Hamdallah. Okay. Hat Hamdallah? Ja, der ist auch Marokkaner, der hat 91 oder so, das ist ein Totstürmer. Nein, Bruder, und Richarlison. Ich hab Kruse und Gnabry. Gnabry, oh, okay. Gnabry. Okay. Ja, dann machen wir El Mittelfeld. Schmeckt. Joelinton gönnt er sich, den Future Star wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja, für Zeit, dass du ihn abstoßt. Ja, du kannst Ryan holen. Kannst Ryan holen, Bruder. Also wenn ich hier was treffe, dann weiß ich auch nicht mehr. Okay. Linkes ZM, baller ich los. Mit einer dicken Team of the Season Karte, die du vielleicht haben könntest. Kai Havertz, bitte nicht. LOL! Hast du? RIP. Hast du ihn ehrlich? Das sagt die anderen. Wenn, dann will ich so einen Dreierschlag hier. Nein, sei mal jetzt ehrlich. Also, ich möchte es wissen. Mach hast ehrlich, du ihn oder hast du ihn nicht? Mach ehrlich erstmal weiter noch. Sei mal ehrlich jetzt. Ah, hast ich du will mich nicht Step by Step hier nudeln. Sag doch mal jetzt. Ja, eventuell habe ich ihn, ja. Ja, hast du. Toll. In der Mitte Toni Kroos. LOL! Und rechts Casemiro. LOL! Geh mir bei Thiago Boateng. Ich wusste nicht, was du da machst, Alter. Havertz, ich war hier ein bisschen am gucken, irgendeinen Deutschen, das muss ja kommen, aber Havertz war mir zu offensiv eigentlich. Na gut, die Schnutti, ne? Pass auf, wir fangen rechte, rechte Seite an. Also ich war übrigens komplett lost bei dem, was ich da aufgeschrieben habe, ne? Ja, Phil, aber dann trifft man ja meistens. Rechter ZTM gehe ich mit Gündüzi. Okay, das ist schon mal gut. Mitte. Also ich hab ihn nicht, aber ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich Fernandinho aufschreiben soll und dann... Ja, Mitte würde mich sehr wundern, gehe ich mit Makalele, Icon. Aber hier wird es schwierig. Ich gehe mit Goretzka. Also, ich habe aufgeschrieben, Demirbay. Ja. Icon Sokrates, weil Brasilien und ich dachte mir vielleicht. Und Rudi. Weil, ey, Rudi hätte Grünling zu Demirbay und zu Mondil gehabt. So, das wäre krass gewesen. Wäre gut, ja. Keine Frage. Scheiße. Scheiße. Ja gut, Außenverteidiger. Linke Verteidigung. Spiele ich den guten? Ich hoffe, du hattest ihn nicht auf dem Radar. Philipp Kostic. LOL! Ah, nein. Und rechts spiele ich, Jesus Navas. Wen? Hm. Ach so, ja, alles gut. Ich habe Halstenberg und Carvajal auf dem Schirm. Navas hatte ich nicht auf dem Schirm und Kostic auch gar nicht. Ich wollte erst Carvajal nehmen. Ich bin da mit rein, Alten. Hältst rein. Linke Verteidigung, Schulz. Und sag rechts, mal, rechts. Rechts hoffe ich Bellerin, hast du aufgeschrieben. Ich mit Lala. Lala Len. Ich wollte die gar nicht. Ich hab. Mein erster Gedanke war Bellerin und ich habe auf Lala geändert. Was? Du bist abgehakt. Ich verstehe kein Wort. Ich wollte Bellerin aufschreiben, habe auf Lala geändert. Ah gut, immerhin kriege ich Münzen Kenny zurück. Lada. Bin ich da jetzt traurig rum? Ich kriege Münzen wieder, Alter. Ist gut. Torwart oder? Nein. Ich war mir sehr unsicher. Ich fange mal in der linken Innenverteidigung an. Und da spiele ich den guten Jerome Boateng, Tor Fährmann und rechts Nacho Fernandes. Wow! Ich war wirklich nah dran. Ich habe Tah, Trapp und Ramos. Alter, Steini, gib dir das.
Ich halte es in die Kamera, wie ich das Team eigentlich bauen wollte. Tatrap und Nacho Fernandes wollte ich eigentlich bauen. Ich habe extra nochmal geswitcht. Ich wollte Tatrap bauen. Nice. Hältst du rein? Ja. Ich hoffe einfach, dass du aufgrund des Rechtsverteidigers denkst, dass ich in die Ligue 1 gehe. Ansonsten könnte ich gefickt sein. Linker Innenverteidiger gehe ich mit. Ja, moin, habe ich einfach nur so in Gold. Umtiti, André Longley und im Tor mit Tessé. Nein. Ich wollte erst, ich hatte feststehen irgendwie, keine Ahnung. Und dann hatte ich erst überlegt, Longley und Ter Stegen, hab's dann deutlich gemacht. Ich hab Tah, Upamecano und Trapp. Wichtig! Ich hab bei dir gern eingesniped, ey, scheiße. Scheiße. Ja, dann gehen wir rein. So, gehen wir rein. Mama, schön wieder. Mondil. Immer noch den Boateng, Alter. Ja. Mondil zählt doppelt, ja, machen wir so. Mondil-Tore zählen doppelt. Nein! Na, wo passiert er denn? Der hat einen Film rausgebracht und jetzt ist er da. Und Hamza! Ist der gefährlich. Schön. Und ganz hinten. Und da läuft er ein. Boah! Was war denn das? LOL! Hä? Stell dir mal vor, der wäre reingegangen. Hat er keine Hände? Und jetzt ein Tor. Es wird so passen. Ah. Oh. Ja, warte. Kann immer noch fallen. Nein! Jawohl. Makelelelele. Oh, groß. Richtig stark. Ich bin komplett überfordert mit dieser Formation, Alter. Die stehen da nur hinten drin hier. Ja. Ja. Keine Aggressivität hier drin. Guck alle nur zu. Nein! Oh mein Gott! Der ist doch Linksfuß, oder? Keine Ahnung. Nein! Elfmeter! Oh, ich dachte kurz. Ja, ich hab auch gedacht, Alter. Ich dachte kurz. Nein! Das gibt es doch nicht! Halt's Maul, wäre der reingegangen. Ach Mann, Mondil! Was ist das denn? Du talentiertes Affenkind! Geh doch mal hin, Juelito, wie du heißt! Digga, play beautiful, Alter! Realismus, it's in the game! Digga, ich hab bei Havertz eingestellt, er soll mit nach... Ach Mann! Ich hab bei Havertz eingestellt, er soll mit nach vorne laufen, der läuft die ganze Zeit nach hinten! Ah, ist der untalentiert! Warum Verlängerung, Bruder? Warum? Sag es mir einmal! Nein! Ja! Was? Warum? Warum? Ich bin... Das war doch Ball! Ball, lass mal laufen! Ah, ist Ball, Bruder. Ich schieß drüber. Ja, okay. War auch ein bisschen Fuß. Digga, wie krass war der denn geschossen? Guck dir doch mal an! Du springst schon in die richtige Ecke! Fuck it. Aber egal, ich führe noch 2-1, Bruder. Ich kann durch, wenn ich das Elfmeterschießen gewinnen würde, könnte ich es ausgleichen. Nein! Ja! Oh! Was ist denn für eine Scheiße da hinten schon wieder? Das war abseits. Aber frag mich auch nicht, was ich da versucht habe, ey. Frag mich nicht, ich war mit meinem Leben überfordert. Okay, hier zählen die aber natürlich nicht doppelt, ne? Nein. Klar. Doch! Ey, ich hab kaum zur Seite gehalten, ne? Ich auch nicht. Kann man natürlich auch mal machen. Kaum? Boah, die Ecke hast du aber so gebrochen, bist ja schon vorher dahin gegangen. Was? Was hat Havertz denn bitte für einen Elfmeter geschossen? Ey, unglaublich. Habe ich den so scheiße geschossen? War ich das?
Bitte stoß Kostic und Casemiro ab. Das sind sogar 2 Picks, ey. Ach stimmt, die bleiben, ne? Ja, ich hab umgestellt. Hast du umgestellt? So, ich hab ein bisschen das Gefühl, dass der Hernandez wegfliegt. Ich weiß nicht warum, aber das ist so ein Video, du denkst dir nichts und auf einmal discardest du eine Prime-Icon-Moment-Karte. Ich hab gerade den linken Flügel und den linken Innenverteidiger genommen, ne? Wäre halt ein geiler Move, wenn ich das normal machen würde. Weil du hast gerade auf den Außenverteidigerpositionen Scheiße gehabt, deswegen kann ich mir aber auch vorstellen, dass du da richtig dicke Dinger geparkt hast. Und nach diesen mathematischen Berechnungen nehme ich den Stürmer und den mittleren ZM. Let's go. Also aktuell habe ich echt Luck. Und weißt du, wen du getroffen hast? Kostic. Ich habe es gerade noch gesagt, ey, sorry an alle Frankfurter. Die Kader hat übertrieben krasse Stats, aber der spielt sich ja wie Computermüll. Yeah. Alter, der war der Scheiße. Ja, und Jesus Navas hast du noch getroffen. Ja, aber 2 Totskarten, geht doch fit. Ich hoffe, dieses schöne Video um den guten Hamza hat euch gefallen. Wenn ja, Digga, er kann nicht mal Elfmeter schießen. Ich schieß gefühlt in der Mitte, der Bild, der keine Ahnung wohin. Er kann einfach gar nichts. Na Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, steile die letzten Worte. Bei ihm kommt die Episode die Tage. Checkt's ab. Macht's gut. Ciao, ciao. Grandusi.